Rahmen eines Festaktes wurde von Landeshauptmann Stellvertreter Johann Schürz, Landesrat Heinrich Dorner und Landesrätin Astrid Eisenkopf am 6. September 2019 die modernisierte und erweiterte Park- und Reitanlage am Bahnhof Ulker-Brodersdorf offiziell eröffnet. Den Fahrgästen der Raberbahn stehen nun insgesamt 230 Parkplätze, darunter auch Frauen- und Behindertenparkplätze sowie E-Tankstellen zur Verfügung. Zusätzlich können Bahnfahrer nun auch Stellplätze für Motorräder, Abstellplätze für Fahrräder bzw. abschließbare Fahrradboxen nutzen. Die neue Bushaltestelle für Zubringerbusse rundet das Angebot für Reisende ab. Der Bahnhof wird durch diese Investition zu einem modernen Knotenpunkt für Bahn, Bus, Elektromobilität und Fahrradverkehr entwickelt. Heute großer Tag für die Raberbahn, Eröffnung von der Park- und Reitanlage. Aber wie ich sehe, da ist viel für die Kinder gemacht. Ist das sozusagen auch Familienfest? Ja, natürlich, weil das sind unsere künftigen Reisenden und wir möchten auch die Eisenbahn den Kindern näher bringen. Natürlich die Park- und Reitanlage, da sind wir ganz stolz. Die haben wir in den Sommermonaten Juli, August komplett saniert und die spielt jetzt in allen Stücken. Sie haben bei der letzten Mal, wie die war, Posteröffnung, auch extra erwähnt, dass die komplette Park- und Reitanlage ist barrierefrei. Ja, wir waren sehr bemüht, dass wir das komplett barrierefrei machen, dass man überall schön zufahren kann. Dieser Dank wird ausgesprochen unseren Reisenden für diese Loyalität und Treue, die sie uns in den letzten Monaten, Jahren geben, weil wir haben immer mehr Reisenden, das sind 3-5% mehr Fahrgäste, dürfen wir an den Borden unserer Züge begrüßen. Und auch für Sie ist das in erster Linie diese Park- und Reitanlage gebaut worden. In einer Rekordzeit, im Juli, August, haben wir das auf die Beine gestellt und wir hoffen, dass auch diese 60 zusätzliche Parkplätze, das sind jetzt 230, die wir hier gebaut haben, dass sie auch weiterhin gut gefüllt sind. Und diese Park- und Reitanlage, die ist eigentlich topmodern und wie mir der Herr Lampel, der Bürgermeister von Neufeld, gesagt hat, die spielt alle Stücke. Ja, wir haben eine E-Tankstelle, wir haben gekauft abschließbare Boxen für die E-Fahrräder, wir haben Abschließbecher für Motorradhelme, wir haben eigentlich Familienparkplätze, wir haben die Kiss- und Reitparkplätze. Am Bahnhof Ulker-Brodersdorf ist ab 1.7. dank auch unseren Bürgermeistern eine Poststelle, das heißt unsere Reisenden können die Sendungen, Briefe, Pakete hier abgeben und dann wieder auch abholen. Die Bankdienstleistungen sind auch wichtig, das bieten unsere Damen auch an. Und wir haben sehr attraktive Öffnungszeiten. Wir sind täglich bis fast 19 Uhr geöffnet und immer früh ab 6.30 Uhr. Das heißt, bei uns können die Fahrgäste tatsächlich sehr, sehr viel Services auf einem Platz in Anspruch nehmen. Der Dank, das war einmal den Reisenden. Das ist für uns das oberste Gebot, dass wir unsere Fahrgäste so schnell und so sicher wie möglich zu den Arbeitsplätzen und in die Schule bringen. Aber mein Dank gehört auch natürlich den Mitarbeitern, wie ich schon erwähnt habe. Die Planungsphase, die Vorarbeiten und Nacharbeiten haben unsere Kolleginnen in eigener Regie durchgeführt. Sogar das, was da gezeichnet ist, auf dem Parkplatz, haben unsere Kollegen gemacht. Und ich darf Ihnen das, vielleicht sehen Sie es nicht, aber ich erzähle das sehr gerne. Die Familienparkplätze sind hinter uns und das ist nicht nur eine Dame mit dem Kinderwagen, aber das ist auch ein Herr mit dem Kinderwagen. Das heißt, das spielt wirklich alle Stücke. Dank muss ich aussprechen auch an unsere Unterstützer, Kooperationspartner und ich bin wirklich sehr,
sehr froh darüber, dass wir so stark zusammenhalten. Und das ist nicht nur unsere Finanzierer, das Ministerium für Verkehr, sondern das sind auch und in der ersten Linie auch die Vertreter und die Kollegen aus dem Land, die Rabobahn so aufgenommen haben. Das ist ja die burgenländische Bahn für unsere Bürgerinnen und Bürger und hier auch die EU-Förderung via die Mobilitätszentrale auch ermöglicht haben und diese Finanzmittel wir jetzt auch für uns verwenden dürfen, beziehungsweise für unsere Reisenden. Es sind auch die Kollegen vom Verkehrsverbund, die für uns eigentlich die optimalsten Lösungen ausarbeiten. Und so ist hier diese Park- und Reitanlage und auch der Bahnhof Ulka-Brodersdorf eine Drehscheibe für Zug, Bahn, Fahrrad, Motorräder, aber auch die Reisenden, die auch zu Fuß zu uns kommen. Es ist auch unser neuer Partner, der dazu gekommen ist. Das ist Energie Burgenland. Herr Geschäftsführer sitzt da, mit einem Tesla gekommen heute, weil er möchte uns zeigen, wir haben die zwei E-Tankstellen, aber es kommen dann je nach Bedarf weitere dazu. Die Kooperation hat gestartet und das war sehr, sehr schnell und flexibel. Da möchten wir auch einen Dank aussprechen. Und natürlich sind das unsere Gemeinden. Die erste, sage ich, das war die Post- und Servicestelle. Da hat sich Antau richtig ins Zeug gelegt und uns da geholfen. Aber Herr Bürgermeister Zaric hat dann bei der Park- und Reitanlage mit der Verschönerung, mit dem Bahnsteig und alles, was dazu gehört, richtig unterstützt. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar und wir sind auch sehr froh, dass wir eine so gute Zusammenarbeit haben. Und mein Dank gehört auch dem Jugendmusikverein aus Ulka-Brodersdorf. Dahinter versteckt sich unser Betriebsleiter, Steiner, der spielt natürlich mit. Das heißt, da haben wir auch diese Verbindung. Wir möchten uns auch bedanken, dass ihr heute da seid. Und ich werde noch über das Programm sprechen, was ihr alles auch als Dank von uns ihr bekommen könnt, heute ein bisschen in die Eisenbahn einzuschnuppern. Ich habe mich in der Vorbereitung auf den heutigen Tag etwas auch mit der Geschichte, mit der Entstehungsgeschichte der Rabobahn auseinandergesetzt und bin auf einen Artikel von Julia Lowosch, der in unserer Ortschronik enthalten ist, gestoßen. Und der hat die Entwicklung der Rabobahn wirklich sehr schön in unserer Chronik beschrieben. Der Grund für die Gründung oder für den Bau der Eisenbahn war seinerzeit, dass in den Jahren 1850 und 1852 Zuckerfabriken in Siegendorf und in Hirn gebaut wurden und die Verkehrssituation natürlich entsprechend trist war. Damals ist man dann auf die damals revolutionäre Idee gekommen, eine Eisenbahn von Gjör bis zur damaligen Landesgrenze nach Ebenfurt zu bauen. Die beiden Zuckerfabriken haben auch die Standortwahl wesentlich beeinflusst, den Bahnhof Ulka-Brodersdorf, Antau, sage ich auch dazu. Wir wissen, dass das Gebäude bzw. die Anlage zu einem sehr großen Teil und eher zum größeren Teil auf dem Motto von Antau liegt. Im Frühjahr 1873 wurde mit den Arbeiten begonnen. Im Oktober 1879, also fast genau vor 140 Jahren, rollte der erste Personenzug durch Ulka-Brodersdorf. In weiterer Folge habe ich mich dann auch an meine Volksschulzeit erinnert. Unser damaliger Volksschuldirektor, dem war es ein großes Anliegen, auch die Eisenbahn und uns den Bahnknotenpunkt Ulka-Brodersdorf nahezubringen. Und ich kann mich noch erinnern, er hat es schon mit Stolz gebracht, dass Ulka-Brodersdorf das Tor bei der Eisenbahn zum Osten war. Die Entwicklung der Rabobahn ging stetig weiter. Die Frau Generaldirektor Stefan Rett hat einige Neuerungen in den letzten Jahren erwähnt. Ich möchte auch noch die Adaptierungen der Technik erwähnen, die in den letzten Jahren passiert ist, der Umbau der Gebäude und auch die Rentuszüge, die in Betrieb genommen wurden. Mit der Erweiterung dieser und Erneuerung dieser Park- und Reitanlage ist, glaube ich, ein wesentlicher Schritt gemacht worden, um den Herausforderungen der Zukunft, um die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. Und Sie haben es auch erwähnt, also im Rahmen unserer budgetären Mittel haben wir einen bescheidenen Beitrag dazu leisten dürfen. Zum Abschluss ein herzliches Dankeschön an das Unternehmen, ein herzliches Danke dafür, dass immer sehr viele Ulka-Brodersdorferinnen und Ulka-Brodersdorf hier ihre Arbeit gefunden haben und persönlich auch Ihnen ein großes Dankeschön, Frau Doktor, für die sachliche und offene Gesprächskultur, die mit uns gepflegt wird. Alles Gute für die Zukunft. Applaus.
Ja, Frau Generaldirektor, Stellvertreter, ich möchte Ihnen ein Kompliment aussprechen, nicht nur wegen der blendenden Rhetorik, Sie sprechen das so schön, sondern auch natürlich für die Tatsache, dass die Rabobahn aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr modern ist, sehr, sehr zukunftsreich. Man kann erkennen, wie gepflegt die Zuggarnituren sind. Also, da kann man schon stolz sagen, ja, okay, Sie haben das so gesagt, eine Burgenlandbahn, das kann man wirklich vielleicht so bezeichnen. Aber eines möchte ich noch hinzufügen, das ja wirklich sehr wichtig ist. Und zwar steht ja das Bahnfahren natürlich auch im ursächlichen Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit. Und wir wissen alle, aber es ist leider Gottes so, dass die Todesopfer im Burgenland heuer dramatisch zugenommen haben. Wir haben voriges Jahr gehabt 6 und heuer haben wir, glaube ich, schon 14. Und da ist es natürlich auch ein Hinweis darauf, dass man mit der Bahn fahren kann. Und das Bahnfahren, wissen wir, hat natürlich wirklich nicht nur die Gemütlichkeit in sich. Habt ihr einen Speisewagen? Habe ich da gar nicht gefragt. Jetzt gibt es einen Speisewagen auch. Nein. Ja, vielleicht wird das das nächste Projekt sein. Aber die Gemütlichkeit, man kann sich zurücklehnen, man kann die Zugfahrt genießen. Und liebe Frau Generaldirektor, Stellvertreter, machen Sie weiter so, sind Sie weiter so zukunftsorientiert und modern. Alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ich bei dieser Eröffnung der Park-and-Ride-Anlage dabei sein darf. Diese Park-and-Ride-Anlage beinhaltet so viele Punkte, welche sich auch mit der Strategie des Landes Burgenland decken. Warum? Die Park-and-Ride-Anlage per se ist etwas, was an Notwendigkeit immer weiter wächst. Warum? Wir müssen gerade in einem Bundesland, wo wir ländlich strukturiert sind, wo wir zugegebenerweise nicht in jeder Ortschaft einen Bahnhof bauen können, Zubringersysteme schaffen, den Verkehr zu Verkehrsknotenpunkten ermöglichen und natürlich auch dementsprechende Parkflächen zur Verfügung stellen, damit unsere Bürgerinnen und Bürger auch auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können. Und so ein Ausbau von, ich glaube, 130 Stellplätzen auf jetzt weit über 200, zeigt genau die Strategie, die wir auch im ganzen Land verfolgen, nämlich diese Park-and-Ride-Anlagen zu untersuchen und dort auszubauen, wo es notwendig ist. Hier ist es sehr, sehr mustergültig abgelaufen, weil natürlich auch viele, viele andere Faktoren mit berücksichtigt wurden, wie zum Beispiel doch eine erhöhte Anzahl auch an Fahrradabstellplätzen. Und das bringt mich auf einen weiteren Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Wir müssen das Thema Mobilität ein wenig umfassender sehen. Es ist natürlich sehr, sehr gut, wenn wir die Möglichkeiten haben, mit der Bahn zu fahren. Es sind aber viele, viele andere Mobilitätsthemen, die auch ihre Wichtigkeit haben. Und da nenne ich nur zu Fuß gehen. Da nenne ich das Thema Radfahren. Wir wissen, dass viele, viele kurze Wege mit dem Auto gefahren werden. Das sind diese legendären 5 Kilometer, die viel zu häufig mit dem Auto gefahren werden, wo unser Antrieb ist, hier ins Bewusstsein zu wecken, auch wieder mehr mit dem Rad zu fahren. Auch die Bahnhöfe, wie es halt hier jetzt, wo Vorsorge getroffen wurde, Bahnhöfe auch mit dem Fahrrad zu erreichen. Sehr, sehr vorbildlich. Und in Wahrheit, es gibt auch immer wieder Ziele, die man sich weiter nach oben steckt. Es gibt Bundesländer, wenn ich ganz in den Westen rüberschaue, die haben schon mehr Fahrradabstellplätze als Pkw-Stellplätze. Und das muss irgendwo der Anreiz sein, auch in Zukunft in diese Richtung zu gehen. Und noch dazu wurde hier an E-Ladestellen gedacht. E-Mobilität, auch ein weiteres Thema, um das wichtige Thema Mobilität in Verbindung mit Klimaschutz, in Verbindung mit Umweltschutz bewältigen zu können. Alle diese Punkte, die bei dieser Park-and-Ride-Anlage berücksichtigt wurden, sind auch Strategie des Landes und hier wollen wir genauso weiter anknüpfen in Verbindung mit unseren Verkehrspartnern wie der Rabobahn und auch allen anderen Playern wollen wir genau diesen Weg weitergehen. Wir setzen aber auch als Land Burgenland andere Maßnahmen. Ich glaube, vor ein paar Tagen wurde auch öffentlich kommuniziert, dass wir auch für das Südburgenland Maßnahmen treffen müssen und hier überlegen wir und denken wir gerade nach, wie wir eine Verbindung vom Südburgenland nach Graz schaffen, weil wir gemerkt haben, dass im Südburgenland auch ein Bedarf da ist. Und so weiter und so fort. Wir versuchen auch die Knotenpunktthematik zu forcieren, wo wir eben als Sammelzentrum hier im Burgenland Möglichkeiten schaffen wollen, damit wir eben umsteigen oder mehr umsteigen auf das öffentliche Verkehrsnetz. Und die Rabobahn ist ein Beweis dafür, dass es funktioniert. Dazu braucht man sich nur die doch immer wachsenden Fahrgastzahlen ansehen. Da kann man stolz drauf sein, da wird was richtig gemacht, ansonsten wird es nicht so funktionieren. Ich gratuliere der Rabobahn stellvertretend dir, heute haben wir uns ja verdut, oder wie man schon sagt, herzliche Gratulation für die Arbeit und allen den Mitarbeitern hier bei der Rabobahn. Gratuliere, alles, alles Gute, weiterhin so
Richtung Mobilität denken und alle modernen Faktoren mit berücksichtigen. Gemeinsam mit dem Land Burgenland und allen anderen Playern werden wir diese große Herausforderung stemmen und auch diese Klima- und Umweltziele letztendlich erreichen. Vielen Dank und noch ein schönes Fest, noch eine schöne Eröffnungsfeier. Alles Gute! Come on, boys.